Die Warnung der Ampelregierung vor möglichen Angriffsplänen des russischen Präsidenten Putin beunruhigen die Deutschen. Laut einer INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung sind 46% der Befragten besorgt über einen möglichen Russenangriff auf Deutschland. Die meisten Bedenken kommen von Wählern der Union und der Linken. Unbesorgt hingegen sind AfD und die Sarah Wagenknecht-Wähler. 39% der Befragten geben sogar an, Vorräte für den Fall eines Krieges angelegt zu haben. Außerdem auch brisant: von den knapp 600 verbliebenen Luftschutzräumen hierzulande ist aktuell kein einziger mehr einsatzbereit. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.